Die Immobilienbewertung befindet sich mitten im digitalen Wandel. Technologische Entwicklung und sich ändernde Nutzeranforderungen werden einen großen Einfluss auf den aktuellen Bewertungsprozess haben. Mein Name ist Wolfgang Schäfers. Ich bin Professor an der IREBS, der International Real Estate Business School der Universität Regensburg. Gemeinsam mit meinen Kollegen Tobias Friedrich und Felix Naumann vom Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam sowie einem interdisziplinären Doktorandenteam haben wir uns im Auftrag des Deutschen Sparkassenverlags mit der Automatisierung des Bewertungsprozesses von Wohnimmobilien auseinandergesetzt. Wir, das Hasso-Plattner-Institut, sind ein privat finanziertes IT-Institut und bilden gemeinsam mit der Universität Potsdam die Digital Engineering-Fakultät. Federführend erforschen wir praktische und angewandte Themen der Digitalisierung. Unser Ziel ist es, Deutschland in Sachen der Digitalisierung nach vorne zu bringen. Mit ihrem breiten Leistungsangebot zählt die IREBS zu den führenden akademischen Institutionen für die Immobilienwirtschaft in Deutschland und Europa. Im Rahmen unserer Forschung setzen wir uns unter anderem mit Themen der Digitalisierung und der Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Immobilienwirtschaft auseinander. In dieser einzigartigen Aufstellung haben wir ein Tool zur automatisierten Immobilien- und Lagebewertung für die Sparkassenfinanzgruppe entwickelt. Doch bevor wir damit beginnen konnten, mussten die Daten erst aufbereitet werden. Die unterschiedlichen Datenbanken der Sparkassenfinanzgruppe wurden zusammengeführt, geprüft und bereinigt, um eine optimale Grundlage für das Projekt zu liefern. Unser Prototyp umfasst mehrere Features. Im Einzelnen gehören dazu die Entwicklung eines automatisierten Lagescorings, die Umsetzung des traditionellen Vergleichswertverfahrens in einem digitalen Kontext sowie die Anwendung moderner Algorithmen aus dem Bereich der Hedonik und des maschinellen Lernens. Dieser Prototyp soll künftig den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sparkassenfinanzgruppe zur Verfügung stehen und deren Alltag erleichtern. Bei dem automatisierten Lagescoring handelt es sich um ein innovatives Tool, das vor allem bei zeitintensiven Research-Aufgaben eine Hilfe darstellen soll. Das Tool ermöglicht eine erstmalige Evaluierung der Lagequalität für Wohnimmobilien quasi auf Knopfdruck. Der von uns konzipierte Ansatz bildet eine Markt- und Standortanalyse für Immobilien nach und mündet in einem Makrolagen- und Mikrolagen-Score. Der Makrolagen-Score beschäftigt sich mit der Bewertung von zusammenhängenden Sozial- bzw. Wirtschaftsräumen und basiert auf einem sozialstatistischen Verfahren. Dieses Verfahren ermöglicht es uns, Deutschland auf Landkreis- und Postleitzahlebene differenziert zu analysieren. In unserem Fall geschieht dies konkret anhand von drei Kategorien. Für alle drei Kategorien werden Teilscores gebildet. Diese basieren auf unterschiedlichen Statistiken und werden zwischen 0 und 100 Punkten normiert. Durch die gezielte Aufteilung in einzelne Parameter kann die Makrolage einer Immobilie so in Sekundenschnelle bewertet werden. Auch eine vergleichende Analyse einer Makrolage zu anderen räumlichen Einheiten wird dadurch ermöglicht. Anders als der Makrolagen-Score beschäftigt sich der Mikrolagen-Score mit der unmittelbaren Umgebung einer Immobilie. Die Qualität der Mikrolage wird dabei anhand der Erreichbarkeit des Standortes abgebildet. Mithilfe eines Gravitationsmodells werden die Entfernungen zu den wichtigsten Alltagszielen, beispielsweise zum nächsten Supermarkt oder zum nächsten Krankenhaus, in einen Scoring-Wert transformiert. Die grundlegende Logik dahinter funktioniert dabei so, dass nähere Ziele als attraktiver bewertet werden. Konkret führt auch dies zu einem Score zwischen 0 und 100 Punkten und es gilt, je höher der Score, desto attraktiver ist die Lage. Die unterschiedlichen Alltagsziele können insgesamt 4 Teilkategorien zugeordnet und jeweils einzeln bewertet werden. Aus diesen Teilkategorien lässt sich dann abschließend ein Mikrolagenscore bilden. Nun kann auch hier in Sekundenschnelle die Mikrolage für unterschiedliche Adressen automatisiert ermittelt werden. Mithilfe der vorgestellten Mikro-Makro-Lagescores können die wichtigsten qualitätsbestimmenden Lagemerkmale einer Immobilie gesondert voneinander analysiert werden. In einem letzten Schritt werden die beiden Teilscores zu einem allgemeinen Lagescore zusammengefasst. Der Ansatz lässt sich sehr intuitiv und einfach über ein Graphical User Interface darstellen. Zusätzliche Funktionalitäten können flexibel integriert werden. Arbeit, die ein Gutachter Stunden an Recherche und Analyse kostet, kann durch das Lagescoring innerhalb von wenigen Sekunden erledigt werden. Auch die Anwendung des Vergleichswertverfahrens im Rahmen der kreditwirtschaftlichen Wertermittlung
nimmt im aktuellen Alltag der Gutachter viel Zeit in Anspruch. Vergleichsobjekte müssen oftmals noch manuell gesucht und analysiert werden. Um diesen Aufwand deutlich zu reduzieren, haben wir daher einen einzigartigen Algorithmus entwickelt, der das in Deutschland bekannte Vergleichswertverfahren zur Ableitung von Markt- bzw. Beleihungswerten automatisiert. Der Vergleichswertalgorithmus funktioniert dabei so, dass dieser die für das zu bewertende Objekt passenden Vergleichsobjekte automatisiert heraussucht. Um geeignete Objekte zu finden, filtert der Algorithmus zunächst die verfügbaren Immobilien anhand ihrer zeitlichen und räumlichen Nähe. In einem nächsten Schritt werden die verbleibenden Objekte in Objektunterarten, Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser oder Eigentumswohnungen, untergliedert. Anschließend werden die weiteren Objekteigenschaften der Immobilie näher untersucht. Hierzu wird beispielsweise das Lagescoring, die Wohnfläche, das Baujahr und vieles mehr herangezogen. Die abschließende Auswahl der Objekte erfolgt anhand einer sogenannten Ähnlichkeitsfunktion. Diese ermittelt eine relative Ähnlichkeit zwischen den einzelnen Objekten. Der eigentliche Marktwert wird dann als arithmetisches Mittel anhand der verbleibenden Vergleichsobjekte berechnet. Die von uns entwickelte Methodik kann in einer entsprechenden Benutzeroberfläche dargestellt werden. Hierbei können zum Beispiel auch noch individuelle Anpassungsmöglichkeiten für den Gutachter integriert werden. Mit der dargestellten Methode wurde ein automatisiertes Tool zur Unterstützung der Gutachter in der kreditwirtschaftlichen Praxis geschaffen, das insbesondere aufsichtsrechtlichen Anforderungen standhält. Inzwischen gibt es jedoch auch komplexere statistische Verfahren. Diese bieten den Vorteil, dass sie den Wert einer Immobilie nicht nur anhand weniger Vergleichsobjekte, sondern anhand der Struktur des gesamten Datensatzes bestimmen können. In unserem Fall wurden über 1 Million Transaktionen aus den Jahren 2014 bis 2020 zum Trainieren unterschiedlicher Verfahren herangezogen. Dabei wurden 2 hedonische und 2 komplexere Methoden des Machine Learning für Zwecke der Immobilienbewertung entwickelt. Bei den hedonischen Verfahren werden die Immobilienwerte anhand der Summe ihrer Objekteigenschaften ermittelt. Im Gegensatz dazu werden bei modernen Machine Learning-Verfahren Algorithmen eingesetzt, mit denen die Daten selbstlernend analysiert werden. Als Basismodell wurde zunächst eine lineare Regression angewendet. Bei dieser werden Objekteigenschaften nur durch einfache Funktionen abgebildet. Die lineare Regression zeichnet sich durch ihre gute Erklärbarkeit aus. Jedoch leidet darunter die Genauigkeit der Ergebnisse. Als zweites wurde ein sogenanntes Generalized Additive Model verwendet. Bei diesem können auch komplexe, nichtlineare Beziehungen zwischen den einzelnen Parametern und dem Wert der Immobilie modelliert werden. Das Verfahren bildet hierdurch die Realität wesentlich genauer ab. Die Genauigkeit steigt also, jedoch nimmt die Erklärbarkeit ab. Aus dem Bereich der neueren Machine Learning-Verfahren wurde als erstes ein sogenanntes XGBoost-Verfahren angewendet. Dieses erlernt selbstständig komplexe Zusammenhänge und Muster innerhalb des Datensatzes. Formal geschieht dies über eine Vielzahl von Entscheidungsbäumen. Mithilfe eines Entscheidungsbaumes werden die zu bewertenden Immobilien in Gruppen eingeteilt und anschließend wird jeder Gruppe ein Wert zugewiesen. Insgesamt wurden dabei etliche Entscheidungsbäume trainiert. Durch diese Vorgehensweise wird erneut die Genauigkeit gesteigert, jedoch leidet auch hier die Erklärbarkeit der Ergebnisse. Als letzte Methode wurde ein Deep Neural Network, kurz DNN, zur Anwendung gebracht. DNNs sind Algorithmen, die dem menschlichen Gehirn nachempfunden sind. Das DNN besteht aus verschiedenen Layern. Input-Layer, Output-Layer und Hidden-Layer. Über diese Layer-Struktur erlernt das System die zugrunde liegende Informationsstruktur selbstständig. Sehr komplexe Muster können dadurch erfasst, aber nicht mehr erklärt werden. DNNs sind für uns Menschen faktisch eine Blackbox. Abschließend haben wir die Performance aller Algorithmen untereinander verglichen. Hierzu wurde die Schätzgenauigkeit der Algorithmen anhand von aktuellen Bewertungsfällen aus dem Jahr 2021 überprüft. Verglichen wurden dabei die Schätzwerte mit den gutachterlichen Marktwerten bzw. deren Abweichungen berechnet. Die Ergebnisse des Testings haben gezeigt, dass der Trade-off
zwischen Genauigkeit und Erklärbarkeit der einzelnen Verfahren auch in der Praxis besteht. Die Ergebnisse waren dahingehend sehr zufriedenstellend, da diese die allgemeingültige Benchmark, zum Beispiel der European AVM Alliance, klar eingehalten haben. Mit seinen Features eignet sich der Prototyp für die Sparkassenfinanzgruppe optimal für eine automatisierte Immobilienbewertung und hat somit das Potenzial, den Alltag der Immobiliengutachter zu erleichtern. Eine automatisierte Lage- und Immobilienbewertung stellt jedoch nur den Anfang dar. In der Zukunft werden noch viele weitere digitale Lösungen kommen, die den Bewertungsprozess fundamental verändern werden. Stichwörter wie Blockchain, Smart Contracts oder Building Information Modeling mögen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wirklich vertraut klingen. Jedoch werden diese in einigen Jahren zum Standardrepertoire der Immobilienbewertung gehören. Daher werden wir uns als IREPS weiterhin mit dem Megatrend Digitalisierung beschäftigen. Diese wird unsere Branche massiv verändern. Auch wir beim HPI werden uns weiterhin mit den Themen angewandter Digitalisierung auseinandersetzen und bauen dabei auf Grundlagenforschung in Kooperation mit Wirtschaft und Industrie. Dabei halten wir eine Kombination aus Wissenschaft und Praxis für die beste Möglichkeit, noch schlummernde Potenziale zu heben und die Immobilienwirtschaft voranzubringen.